Hallo Leute und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play BeamNG Drive. Wir hatten ja vor einigen Folgen mal ausprobiert, hier die Challenge, die mir Mr. Mobs, aka, nicht mehr gut, Tim gegeben hat, zu schaffen. Und wir kamen knapp dran, aber haben es im Endeffekt auch nicht leider ganz geschafft. Aber der war recht weniger praktisch. Und ja, ich hatte euch aber gefragt, ob ihr wollt, dass wir die vielleicht nochmal probieren irgendwann. Und ihr wolltet das auf jeden Fall. Sagt mir, komm, machen wir es heute doch nochmal. Und wenn ihr euch dran erinnert, das war hier die ziemlich fiese Strecke mit einigen ordentlich heftigen Kurven drin. Oh, knapp jetzt auch noch gegen die. Und ja, die endet ziemlich häufig in widerlichen Crashes, so wie die hier. Wollen wir nochmal, der hier ist rum. Ja, oh, guck dich an die Tür. Ja, da wolltet ihr nicht drin sein, glaubt mir. So. Okay, komm, jetzt muss die erste Kurve muss ich richtig kriegen. Das ist der Trick. Erste Kurve gescheit. Damit wir hier nicht. Lieber ein bisschen langsamer durchgefahren. Damit wir nicht gleich unsere Aufhängung und Lenkung zerstören. So, hier durch. Früh einlenken, raus beschleunigen. Ah, ich glaube, da hätten wir ein bisschen mehr Geschwindigkeit durchkriegen können. Ich kann irgendwie gerade nicht reden. Durchkriegen können. So. Aber komm, ist das der Run? Ist das der Run? Ich glaube noch nicht. Ich glaube nur. Ja. Oh, diese Felsen kommen immer. Also, die kommen aus dem Nichts. Weil hinter diesem. Hinter dem Gewächs hier. Wow, ich kann absolut nicht reden heute. Sieht man den nicht und dann knallt man da absolut gegen und guckt euch das an. Ihr seht, wie das ausgeht. Das Ding ist komplett, also absolut zerstört. Ich glaube, so haben wir einen Wagen auch lange nicht zerstört. Komplett die Unterseite, wie sieht es denn drinnen aus? Das ist natürlich oben. Ist das schwer zu erkennen, weil alles so auf der anderen Seite ist und kopfüber und alles, aber huh. Das ganze Benzin hier, durch das wir gerade durchfliegen. Schön entflammbar. Bin gespannt, vielleicht geht das Ding auch im Flammen auf gleich. So. Und kriegen wir Feuer? Echtzeit? Kriegen kein Feuer, okay. Aber ich glaube, das ist auch nicht mehr nötig. Der ist Schrott. Okay, komm. Einfach wieder auf den Anfang konzentrieren, dass wir jetzt hier gleich schön durchkommen. Und rum. Links. Ah, und das da haben wir ihn schon geschrieben. Da haben wir ihn schon geschrottet. Ihr seht, das Rad steht schon raus. Ich lenke nicht ein. Eigentlich müsste es so sein. Ach, so etwa. Na, komm, kann ich es zeigen? So müsste es aber sein. Und es ist so. Die erste Kurve ist halt eben so fies, weil man sofort anfängt zu untersteuern. Es ist mir nicht Gas geben hat. Danke. Man muss im richtigen Zeitpunkt Gas geben, weil sonst lässt es einen wieder nicht hochdrehen. Okay, jetzt hier einbremsen, geben wir die Kurve ein bisschen weiter, damit wir schärfer rum können. Wunderbar, untersteuern vermeiden, hier nicht zu viel schneiden, damit wir ein bisschen mehr Geschwindigkeit durchziehen können. Bremsen, nicht ruckeln, danke. Hier raus, aufpassen mit dem Bordstein links, huh, war knapp. Haben es aber geschafft. Was war nochmal die Zeit, eine 2:21.1 war es, glaube ich, die wir schlagen müssen? Ich weiß gar nicht mehr, das ist natürlich etwas unpraktisch. Ich gehe einfach mal von der 2:21.1 aus. So, bremsen wir mal lieber auf der Geraden ein bisschen ein. Hier sind die Felsen links. Da kommen aus dem Nichts. Jetzt jetzt gleich kommt eine ganz, ganz fiese Kurve. Da müssen wir früh anfangen zu bremsen. Boah, das war sogar auch schon fast schon zu spät. Ich wollte extra früh bremsen. Und das war schon fast zu spät. Ihr seht, wie wir in die letzte Kurve gekommen sind. Aber okay, wir sind, glaube ich, noch auf einer relativ guten Zeit. Hier vorne geht es jetzt gleich rechts rein. Ja, ein bisschen verbremst, falschen Punkt genommen. Ah, ist noch machbar. Sage ich mal so. Jetzt kommen aber die ganz, ganz fiesen, ganz, ganz kniffligen Teilungen. Wo wir hier über Kuppen kontrollieren müssen. Oder auch nicht. Okay. Okay, weißt du was? Wir probieren es ein andermal nochmal. Lass mal KI spawnen. Ging wieder nicht ganz so praktisch aus.
Das war mal ein bisschen KI, machen wir mal ein paar Fahrzeugcrashes mit Verkehr, oder? So, okay, das da. Nehmen wir noch einen anderen Wagen. Sollen wir uns den nehmen? Machen wir mal einen Bock. Sobald das mir das Menü zeigt. Da ist es. Ah, komm, immer einen guten alten Marshall. Nehmen wir die Blueback-Variante. Nehmen wir die Blueback Edition. Und auf geht's. Ich habe gesehen, es gibt eine Mod mittlerweile, die Türen, genau. Benzinklappen. Wie heißt die Benzinklappen? Tankklappen? Tanktüren? Tankklappen? Wie auch immer die Dinger heißen auf Deutsch. Hinzufügt. Da hatte ich überlegt, ob ich mir die reinhole, aber ich glaube, die ist sozusagen. Ich weiß nicht genau, ob die schon in den Wagen. Oh. Die KI erkennt keine Objekte, das ist gut zu wissen. Einfach gedonnert. Genau, ich glaube, die spawnt sozusagen nicht einfach so, weil das nichts ersetzt, sondern das ist ein extra Element, das sozusagen einfach draufgesetzt wird. Schaffen wir schnell die Lücke auszulücken. Oh. Oh. Au. Nein, 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 war die Antwort. Schaffen wir nicht. F7. Insert. So, ich fahre mal weiter. Wir haben aber. Ah, da hatten wir den anderen. Dings berührt? Nee, oder? Wir hatten aber nicht den Moonhog berührt. Oh doch, wir haben den Moonhog berührt. Ups. Dann wollen wir mal Fahrerflucht beginnen. Weg da. Ich mag den Grand Marshal. Solide gebaut. Viel Gewicht. Viel Power. V8. Tolles Ding. So, du. Hau mal ab. Oh, okay. Warte, ich brauche mal ein anderes Licht. Das Licht ist so hart. So. So, das sieht doch viel netter aus. Jetzt haben wir weniger. Keine Ahnung. Naja, sieht immer noch so geil aus. Aber egal. Oh, links knallt dagegen. Hier wollen wir hier aber mal durchfahren. Da ist eine Lücke. Während die alle gegen alles knallen. Oh, er fährt vorbei. Er schafft's vorbei. Einfach dran vorbeigerutscht. So klappt es natürlich auch. So, wir fahren nun mal in Richtung. Teil in Richtung, ein Teil der Strecke. Oh Gott, also reden ist ganz schrecklich heute, Leute. Waren wir hier in La. Okay, und den Truck. Du, hau mal ab. Du zerstörst meine FPS ein bisschen zu viel. Okay, haben wir jetzt aber gar kein Licht drin. Ach. BMGs Beleuchtung ist irgendwie ein bisschen zu hart. Also, ich weiß nicht, was wir. Kontrastreich ist das bessere Wort wahrscheinlich dafür. Das ist einfach. Das ist ein sehr. Ich finde es ein relativ unangenehmes Bild anzuschauen. Wenn ihr wisst, was ich meine. Also, es sieht grundlegend gut aus, aber die. Keine Ahnung, es ist irgendwie. Schwer zu beschreiben. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, was ich meine. Aber es ist teilweise der Unterschied zwischen. Egal, ich weiß nicht, wo ich da gerade hin wollte. Ich kann es, glaube ich, nicht besser beschreiben, als das, was ich gerade gemacht habe. Wir PITen dich mal. Raus mit dem hier mal. Okay. Sorry für die Ruckler. Kann ich leider absolut nichts gegen machen. Oh, da haben wir kurz den Spiegel gelöscht. Okay, komm. Fahren wir den mal hinterher. Reagiert er auf uns? Ne, der haut ab, glaube ich, von uns, ne? Weil das kann ja auch ab und zu passieren. Ich glaube, der haut ab von uns, der Moonhog hier. Ja, der Bastard. Na komm, wollen wir mal dem verfolgen, oder? Wenn er will. Ich glaube, fährt doch jetzt gleich eh gerade dagegen, oder? Ja. So, okay, mein Lieber. Ja, den haben wir. Suspect is under arrest. Ja, yep, ganz einfache Arbeit, muss man nicht mal was machen. Fahren wir mal weiter. War direkt mit Blaulicht und Sirene. Das ist schon cool, dass die Fahrzeuge hier. Ach, die KI hier abhauen kann. Das ist ein super Feature. So. Der Laptop ist halt nicht mehr das warm. Ich verstehe nicht, warum es ruckelt. Es ist nicht überhitzen, glaube ich. Der Laptop ist nicht heiß. Ich weiß nicht, warum es ruckelt. Sorry. Keine Ahnung. Ich nehme mal kurz hier die Abkürzung. Ja, definitiv richtiger Weg gewesen. So. Wann nochmal kommt. Den Chirier, wie war es? Ein bisschen ausnutzen hier. Sein Irrer, kann ich bitte, danke. Mit seinem kurzen Radstand können wir ein bisschen schnell durchfahren. Wollen aber natürlich auch unsere Stabilitätskontrolle ausschalten, die ich gerade gesehen habe, die wir noch anhatten. Schaffen wir uns durch die Lücke durch? Ja, ganz locker. Kurz den Spiegel abgesahnt. Oh! Wow.
Das wäre unangenehm gewesen. Jetzt, wo wir gestartet sind. Oh, Frontantrieb, Burnout. Oh, und da ist noch jemand gegen geknallt. Okay, aber ich glaube, wir sind dann auch um. Oh ja, wir sind am Ende der Folge angekommen. Vielleicht ein bisschen chaotischer heute gewesen, sorry dafür. Aber hatten trotzdem einige ziemlich geile Crashes drin, fand ich. Und wie immer, wenn ihr irgendeinen Wunsch habt, schreibt hier unten in die Kommentare. Ich denke, nächste Folge machen wir die eure Automation Mods, glaube ich. Und ja, ich werde euch bei euch zuschauen. Tschüss beim nächsten Mal. Ich sehe die. Ciao.